Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Mario Kart 7. Beim letzten Mal haben wir die vier normalen Cups abgeschlossen. Jetzt kommen die vier Retro Cups dran und die werden natürlich besser sein als je zuvor, denn Metal Mario ist da und Mario hat immer Metal gehört und den wählen wir trotzdem nicht aus. Hallo. Und die Slick-Reifen, die sorgen glaube ich für eine richtig hohe Tempo. Boost-Gescheiße da, keine Ahnung. Ich glaube, die boosten so ein bisschen das Tempo. Die lassen es ansteigen, aber ist mir egal. Ich kann ja mal schauen. Ja. Besser als bei den Geländereifen, aber ist mir egal. Ich bleibe bei den Geländereifen, weil... Oder? Schaut euch mal an. Das Offroad geht krass runter. Das Gewicht ist reduziert. Das Handling ist gleich, komischerweise. Aber okay, passt schon. Nee, wir bleiben bei dem wunderbaren Geländereifen-Gedöns. So, Panzer Cup. Es geht los mit Luigis Rennpiste von der Nintendo 64. Und ich muss sagen, wenn sie da einmal diese N64-Strecken remaken, ich weiß nicht. Es ist schwer, da was Neues zu finden. Besonders, weil das so ein klassisches Spiel war. Mit so wenigen Innovationen und Neuerungen. Was heißt Innovation, Neuerung? Also das Innovativste an Mario Kart 64 war ja, dass es 3D war. Aber... Es gab halt, also keine Strecke hat so von wegen, ey, ich habe das und das Feature auf der Strecke rausgepusht, ne? Die Strecken waren zwar cool hier und da, muss ich sagen, ja. Aber profitiert durch irgendeinen Stuff, der irgendwie coole Ansätze hatte, gab es da irgendwie nicht. Deswegen bin ich mal gespannt so, wie man das hier gelöst hat. Ich kenne ja nicht mal jede Strecke vom N64. Ich habe zwar einige im Kopf, zum Beispiel die hier. Ist ja ganz klar, muss man ganz klar so sagen, ja. Ist natürlich knackig, aber ich sehe auch hier schon so, das, es ist nicht krass verändert. Es ist relativ ähnlich, kann man sagen. Super. Da kriegt Luigi auf den Latz. Schön. Und Gerüchten zufolge kann man irgendwie dort an, naja, das Item des Heißluftballons drankommen. Ich glaube das nie. Aber okay. Oh, ihr wollt mich alle verarschen hier. Was geht denn bei euch ab? Ihr fetten Mistköpfe. Verschwendet. Allesamt. So, dann nutzen wir mal so ein bisschen die Abkürzung, die uns gegeben wurde. Ja, was heißt Abkürzung? Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Das Ding ist so, man kann ja eigentlich kaum abkürzen. Es sei denn, du hast einen goldenen Pilz. Und... Na, komm... Ja, komm. Weggeswaffelt, Alter. Schön. So, ich habe ein bisschen gelogen. Hier ist eine innovative Sache. Und zwar kann man hier hochgehen und kann da so ein bisschen den Turbo nutzen. Bringt jetzt meines Erachtens nicht so ganz viel. Du bist halt nur vor Rotshells gesichert, kann man sagen. Ansonsten eigentlich alles so wie immer, ne? Es gibt zwar da Boost-Streifen und Geschwindigkeits... Oh, ansteigende... Nein, falsch gedriftet, scheiße. Es gibt zwar diese Streifen, aber weil man außen ist, macht das quasi kaum einen Unterschied, ob du jetzt innen fährst oder außen. Ich glaube sogar, dass ganz innen zu fahren besser ist, als außen und dann ein paar Turbos zu haben. Ihr wisst Bescheid, ne? Aber das war schon mal recht knackig, recht gut. Ich bin zufrieden, so kann es weitergehen. Boah, Rosalina und Luigi, ne? Alter Falter, die wollen es doch wissen, ne? Jetzt kommen wir auf eine Game Boy Advance Strecke zu sprechen, nämlich die Bowser's Festung 1. Schön, oder? Ich muss sagen, so gerade die Game Boy Advance Strecken sind kaum wieder zu erkennen, weil die auf den Game Boy Advance mit so einer schlechten 3D-Grafik versehen wurden. Also die ist halt, die ist nicht kacke, aber die ist halt so... Oh! Ihr müsst verstehen, die Kamera hat sich dann gedreht und die hat sich wirklich so richtig schlecht gedreht und sie hat sich auch dann erst gedreht, wenn ihr euch in irgendeine Richtung bewegt habt. Und das war immer so ein bisschen so schaukelmäßig und das war so, oh nein. Muss sich kein Mensch antun. Aber das ist hier schon richtig krass. Diese Stunts natürlich, die eingefügt worden sind. Diese ganzen Hotheads, die rausspringen. Yoshi, der fast in eine Banane gefahren ist. Oh nein! Boah! Yoshi will mal wieder seine, ja, Front-Spamming-Skills aus dem
Oh. Aus dem Kart zeigen, aber wird ihm nicht gelingen, weil er ist scheiße im Kart. Ja, er ist generell scheiße. Er hat zwar das Backspam drauf, aber das Frontspam wird er niemals drauf haben. Nein, 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 nein. So, hier am besten alles vorlegen, so, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da irgendjemand reinfährt. Auch wenn ich gerade eben... Ja, es war so klar. Es war so klar! Gott, wie ist das denn passiert? Ist mir egal, ich hab's geschafft. Bitch! So, hier kann man eigentlich immer schön so Drifts rausholen. Auch eigentlich immer so die richtig perfekten Turbos. Und hier kann man mit den Stunts auch nicht viel falsch machen, ne? Ihr wisst Bescheid. Es gibt zwar hier links noch so eine Abkürzung, aber die ist eigentlich nur für Zeitfahren relevant oder wenn man das wirklich nötig hat, ne? Dann ist das notwendig für einen, aber ansonsten würde ich euch sagen, nutzt sie besser nicht, besonders nicht ohne Pilz oder sonst was. Ja. Weil ansonsten ist es unknackig und das will keiner haben. Ja, 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 ja. Die Pilzschlucht von der Wii, und da bin ich mal so gespannt, Alter, wie das grafisch rausgeholt wurde. So, besonders so die Wii hatte zwar eine recht ernüchternde Grafik, aber der 3DS ist für seine Verhältnisse schon auf GameCube-Niveau, ne? Wenn nicht sogar noch auf Wii-Niveau, weil ihr müsst wissen, zwischen Wii und GameCube liegt grafisch nicht so der krasse Unterschied. Man kann sagen, es ist grafisch leicht schlechter als von der Wii. Definitiv. Aber trotzdem, es ist trotzdem recht okay und ich bin sowieso der Letzte, der sich über die Grafik beschwert. Ne? Nein, warum frontspam ich denn immer alles? Das ist total dämlich. Ich würde sagen, es gelüstet mich heute nach einem wunderbaren Flug und einem Ausritt in meinem Kart. Seht ihr es nicht aus, meine lieben Freunde und Kaninchen? Da habe ich mir schon gedenkt. Wow! Steuern! So, Luigi, hier für dich. Ah! Nein, nein, nein! Ich nehme mich mit! Verdammt! Wie konnte das Luigi nicht erwischen? Wie konnte die Blue Shell mit ihrem verdammten Explosionsradius nicht Luigi treffen? Der hatte bestimmt Angst und ist weggelaufen. So kennt man das auch von dem. So ein Schwein. Hallo, ein Schwein! Okay, ich würde sagen, das mit dem Fliegen lassen wir mal sein. Wir nehmen jetzt die Mainstream und vorhergesehene Route. Die Standardroute so gesehen. Und zwar die mit dem normalen Pilzen. Weil man kann hier auf den Pilzen Stunts ziehen, das ist cool. Ja, und Yoshi will es wissen, ne? Der will es immer wieder wissen, der Typ. Aber ohne mich! Ich ziehe an dir vorbei, du kleine Wunderschlampe. So, den halte ich mal. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig, was die L- und R-Tasten angeht. Ich drücke die sehr vorsichtig durch. Besonders bei diesem Aufnahme-3DS, bei dem ich so wenig wie möglich kaputt machen möchte. Ah, passt schon. Boah, wie alle Pilze bekommen. Schaut mal, Luigi kriegt einen Pilz. Yoshi kriegt einen Pilz. Ich will mich doch alle hier verarschen. Könnt ihr allen gleich einen verdammten Stern geben. Weißt du das? Aber auch das hätten wir geschafft. Alter, es sieht ja noch aus, als könnten wir zum ersten Mal auf jeder Strecke Erster werden. Oder haben wir das nicht schon mal im Pilzcup geschafft? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben bisher auf keinem, in keinem einzigen Cup haben wir bisher 3 Sterne bekommen. In keinem. Aber was nicht ist, kann er noch werden, ne? Ja, ja, Bowser, 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 ja, hier Action oder was? So, das Finale bei Luigi's Mansion vom DS-Teil Mario Kart DS. Wer hätte es gedenkt? Keiner, oder? Hätte sich ja keiner von euch gedenkt, ich weiß. Gebt es zu. Ich wusste es. Ist ein recht kurzer Cup gewesen, ne? Ich habe jetzt hier nicht so lange in der Aufnahme gehangen. Aber das ist auch natürlich klar, der erste Cup von allen. Muss man immer so gucken, ja, wie ist das denn so? Ja. Boah, was war das denn für ein Flug? Das war ja fast schon... Nein! Gott! Fick dich! Das ist ja fast schon wie mit... wie mit dem Gleiter geflogen hier. Ja, scheiße. So, ab dahin. Weil da kann man hier diese Abkürzung in Anführungsstrichen nehmen. Und ich muss sagen, die Strecke ist richtig verändert worden im Gegensatz zum DS-Teil. Also es gibt hier diese Stunt-Passagen. Es gibt die Bäume hier, die sich bewegen, wurden beibehalten. Aber ansonsten ist die äußere... Ist der äußere Abteil eigentlich der merkbare Unterschied.
So, Luigi, Bock? Ja, wusste doch. Wusste, du hast Bock. Oh oh. Oh oh. Jetzt kommt Yoshi an und hat natürlich richtig Hunger. Der Arsch. Aber ohne mich. Nein. Nein. Weg. Schmock. Verdammter Schmock. Ja. So, jetzt mal hier lang gefahren. Und wir sehen, es bringt eigentlich auch relativ wenig, bis auf die Tatsache, dass hier Münzen sind und natürlich ein knackiges Item, ihr wisst Bescheid. Aber ansonsten fährt jetzt Yoshi an uns vorbei, oder was? Willst du mich verarschen? Oh, fuck. Ich sehe es gleich schon kommen, ne? Ah! Gut, ich würde sagen, Self-Destruct in irgendeiner Art und Weise. Rosalina hat sich selber gekillt. Die hat sich selbst irgendwie gebumst, aber ist okay. Passt schon. So, grün halten, das ist wichtig, weil die kleine Wunderschlampe... Naja, ihr seht's, ne? Ihr seht gar nichts. Ha! Ich denke immer so, okay, die sehen es sowieso auf dem Touchscreen, dabei blende ich nicht mal ein während eines Rennens. So ist das nun mal, ne? Aber ich kann dir versprechen, im Online-Let's Play wird es einen Rahmen geben, wo man quasi immer alles einsehen kann. Versprochen. Nur hier wollte ich es so machen, dass man quasi nur den Topscreen sieht. Ja. Und bei den Ergebnissen quasi immer... Naja. Den Touchscreen. Ihr wisst Bescheid. So, 40 Punkte. Auch richtig krass, Alter. 14 Punkte Vorsprung. Wir hätten uns sogar einmal erlauben können, keine Punkte zu holen. Krass, oder? Ich bin zufrieden. Das war ein recht produktiver Cup. Jetzt ist halt nur die Frage, ob wir 3 Sterne bekommen. Das hängt jetzt davon ab, wie viele Münzen wir gesammelt haben. Wenn es der Fall ist, dass wir 2 Sterne bekommen. Wenn wir 3 Sterne bekommen, ist alles cool. Dann kriegt man 3 Sterne jedes Mal, wenn man 10 Punkte in jeder Strecke hat, quasi immer Erster geworden ist. Wenn das nicht so ist, heißt das für mich, ich muss mehr Münzen sammeln. Aber wie soll das gehen? 3 Sterne. Da kann man aber ruhig mal klatschen und aufstehen, das ist cool. Und der Bananencup ist freigeschaltet worden, ja super. Und euer Charakter ist da, ja. Hör mal, jetzt kommt das ja hier alles Flitze-Bumm, kommen jetzt die ganzen Charaktere, oder wie sieht das aus? Hör mal, du. Ist ja knackig. Das ist schön. Gut, meine lieben Freunde und Kennigens, damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Da gibt es den Blumencup. Und bis dahin, haut rein, ciao.